Stay close, Sir Douchebag. The Inn of the Giggling Donkey harbors the scum of Alzaron. A glass of meadle wine, please. No meadle wine today, only fairy ale. A pint of fairy ale, then. So, has, anyone seen the bard lately? A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butter, Sir Douchebag, go down and flush him out. Princess Kinney and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Vor allem ermorden. Das sind kleine Kinder, okay. Ja, chill mal. Oh, es ist ganz dunkel hier. You think the bard's really down here? Geile Atmosphäre. Da ist was. I think I hear him. Hello? Oh mein Gott, da ist er. Oh Jesus, it's the bard! Oh mein Gott. Prepare for battle, weaklings. Elves, fall in. Douchebag, it's a trap! Nein. You should have never come here, you humans. I am a level 10 bard, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Schön. Hurry up! Ja. Dich fick ich noch. Und nochmal. Oh Mann. Das mit dem Furzangriff. Das ist ein bisschen blöd. Ich wollte mit dem Furzangriff machen, aber ich hatte, glaube ich, zu wenig Mana. Okay, er kontert. Nein. Ja. Ich will einen noch. Oh oh. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. We're still doing this, right? So, jetzt kann ich das nochmal machen. Oh Mann! Kannst du nicht zweimal machen oder was? Ah ja, der war ja. Ah, ich, Idiot. Nein. Okay, ich riskiere nix. Nimm erstmal einen Heiltrank. Achso, der hat eh nur noch 10. Also, egal, ich hab eh zu viele von denen. Ah. Kann das ja gar nicht mit X machen. Ah, oder Y geht ja nur. Ich Idiot. Get down there and finish them off. I will protect this stick of truth.
the gift of truth. Yeah. Hey, Sir Douchebag, up here. I'll handle this. Ow. Ow, my ankle. I think it might be broken. Maybe I should take a look at it. Command, my lord. Yes, sir. Walk it out, buddy. Thank you, noble paladin. My wound is healed. Can you come get on, us upstairs? Let's get out of here. That... Nothing a level 12 thief can. Ja, egal. Das will immer da wimmern. Das ist mir jetzt egal, der Typ da unten. For the off tank! Oh nein! Someone help! That came from the kitchen. Lass das Kabel in Ruhe. Please don't ask me, homie. You can't hurt me. Feel my righteous fury. Das hast du am Arsch. Und tot. Jetzt hätte ich wieder Rüstung gemacht, ey. So. You're mine now. Oh, jetzt reflektiert er. Alles ist so down oder so. Ja. Bam. Und nochmal. Bam. I know damage doesn't solve anything, but I kinda like it. Ah, shit. Your word is the command, my lord. Shall I heal the king, my lord? Or maybe let him suffer just a little bit more? Ja, lass ihn noch ein bisschen leiden. Hier looten die noch. Your word is the command, my lord. Ja, heile mal. Here's a buddy. His powers were too strong. The bard, he's up in one of the rooms. They took Princess Kini. They took her upstairs. I'm sure they're gonna rape her. Don't let them rape Princess Kini. No. Oh. Stimmt ja. Hier hätten wir das auch kaputt machen können. Jetzt habe ich ihn erwischt. The Wizard King is done for. Take out the new kid while I go upstairs and make contact with the King of Hell. Erster Typ ausgeschaltet. You are fucking dead. A word waker. Yeah. Did you shit your pants? Use your magic on the front door, douchebag! Hey, open the door! That's cheating. Somebody get open the door, you guys!
Use your magic on the front door, douchebag! For the KKK! For the KKK. Oh my god. Come on, quick! Protect the bird! This elf is gonna fuck you up! Okay. Ah, shit! Oh Gott, das ist ein fetter Hexenjäger. Ah ne, ich nehme erstmal einen Mana-Trank. Hurry up! So. You're not waiting on me, are you? Nein, ich doch nicht. Oh Gott, der elfische Hexenjäger, der hat echt viel. Feel my righteous fury. Oh nein, falscher Knopf. Ups. Scheiße. Hätte kaum Schaden bekommen. Alter, was für eine Kombi. Und jetzt natürlich wieder hochgeheilt. Ach du Scheiße. Alter, finde. Könnte natürlich jetzt eine Beschwörung machen, aber ich will versuchen, das mal mit den sonstigen Fähigkeiten zu machen. So. Alter, das hat einfach absolut keine Wirkung. Also alles mit Furzen. Ach ja, er hat eine Gasmaske an. Das sehe ich ja jetzt erst. Ich Idiot. Nee, du bleibst, Freundchen, du bleibst jetzt schön betäubt. Du nimmst noch mal einen schönen Gesundheitstrank. Und dann dir noch ein bisschen Schaden geben. He's hurt bad. Good thing my medicine skills are plus 4. We'll revive the wizard. You guys get upstairs. Klar, die brauchen 3 Leute für den Zauberer. No hurry, douchebag. The princess is just being raped. Ach so, okay. Dann mache ich erstmal eine Aufwertung, wenn das nicht eilt. Oh ja, Exekution ist freigeschaltet. Kann er hier noch looten. Sollte jede Chance zum Looten nutzen.
to the princess! Aber hören Sie, wie sie Mutterin vergewaltigt wird. Oh nein, das müssen wir verhindern. Wait a minute, listen. Hier. Oh mein Gott. Nein. Sie vergewaltigen sie. Oh nein, dieser Typ. Er vergewaltigt sie immer weiter. Und er hört auch nicht auf. Du Monster. Kenny. Princess Kenny, ich komme. Willkommen! Princess Kenny! Durchhalten! Ja, du Schwein! Princess Kenny! Oh, zum Glück! Die Holde Maid wurde gerettet. Princess Kenny! How badly did they rape you? I can't get through. Nein! The door appears to be enchanted, so I can't turn the knob. You can't hold the doorknob, Bard. That's cheating. Yeah, I can. I have the stick of truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob is okay. Can he do that? He has the stick of truth. He can do what he wants. Damn it! There's got to be another way into this room. Hey, let us up. You're not getting up here. The ladder's up here with me, and I'm sure as shit not coming down there. Boobies. Well, looky what we got here. I'm coming for you, baby. Oh, yeah. Oh, those are some big old bitties. Man, oh, man. Good job. Princess gone wild. Double D buddy powers. Doppel D ist nicht mal I. Ob es verdammt. Den Typen hat eben auch erledigen können, aber. Uh-oh. Okay, das war easy. Pokémon! Und was? Ich demoliere die ganze Bude hier. You've nowhere to run, Bard. Give me the stick of truth. Take it from me if you can, Wizard King. Step forward now and fulfill your 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 Was werden unsere Helden erfüllen, wenn sie nun endlich vortreten? Werden sie es schaffen, den Stab der Weiten aus den Klauen oder vielmehr Krücken des Bart zu entnehmen? Und werden Prinzessin Kennys seelische Verletzungen durch die Vergewaltigung wieder heilen? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park: The Stick of Truth.
Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht, oder schreibt vernünftige Kritik. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!